Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich zeige euch heute mal eine Runic-Version. Es ist kein Bestial Runic. Nein. Und ganz, ganz klassisch. Fangen wir doch einfach mal mit dem Main-Deck an. Da haben wir, sagen wir mal, den klassischen runischen Brunnen. Ist die Main-Karte im Deck, die wichtigste Karte im Deck. So, und zwar, der runische Brunnen erlaubt es uns erstmal, unsere runische Schnellzauberkarten auch aus der Hand zu aktivieren. Auch während des gegnerischen Spielzugs. Dann, wenn eine runische Schnellzauberkarte aktiviert wurde, dürfen wir dann eben drei unserer runischen Spells wieder zurück ins Deck, unter das Deck legen und dürfen die gleiche Anzahl ziehen. Das heißt, wir können eine unter das Deck legen, zwei unter das Deck legen, drei unter das Deck legen. Card Advantage of Doom. Dann, logischerweise, haben wir die runische Spitze. Erst einmal, alle runischen Zauberkarten haben die gleiche Restriktion, und zwar, dass wir unsere nächste Battleface skippen. Der Witz daran ist, ihr müsst halt trotzdem ansagen, dass ihr gerne in die Battleface eintreten möchtet, in dem Zug, weil ansonsten, wenn ihr die Battleface quasi überspringt, wird eure nächste Battleface geskippt, also die im übernächsten Zug dann so gesehen. Dann, der nächste Punkt, jede runische Zauber- oder jeder runische Spell, also Quickspell, kann eine Fusionsbeschwörung vom Extra-Deck machen. In die Extra-Monster-Zone, allerdings ist es einfach eine Fusionsbeschwörung. Ansonsten, die runische Spitze erlaubt es uns einfach, eine runische Karte auf die Hand zu nehmen. Und sie banisht die oberste Karte vom gegnerischen Deck. Es ist quasi ein Deckout-Thema. Dann habe ich dreimal die Destruction neben der Battleface und dem Fusionsbeschwörung, dürfen wir eine Zauber- oder Falle auf dem Feld schießen. Wenn das getan ist, dürfen wir vier Karten vom gegnerischen Deck banishen. Dann haben wir Runic Flashing Fire. Das ist die Zauberkarte, die spezialbeschworene Monster wählt und dann zerstört. Wenn das getan ist, banishen wir die obersten zwei Karten vom gegnerischen Deck. Und wir haben noch die guten Freezing Curses, die frostigen Flüche dreimal. Die würden ein spezialbeschworenes Monster auf dem Feld wählen und dessen Effekte annullieren. Sollte das getan worden sein, banishen wir die obersten drei Karten vom gegnerischen Deck. Die letzte Runic Spell, die ich spiele, ist Runic Smithing Storm. Die banisht einfach Karten in Höhe der Anzahl an Karten, die der Gegner kontrolliert. Bedeutet, wenn er meinetwegen das komplette Feld voll hat, Extra Monster Zone, Field Spell, alle Main Monster Zone, alle Dinge, dann sind wir bei 12 Karten, würde er 12 Karten vom Deck banishen. Einfach so. Es gibt ein, zwei Matchups, wo das tatsächlich hilft, wenn man jetzt zum Beispiel gegen einen Blind Pick hier Thunder Dragon Spieler spielt, ist man ein bisschen am Arsch, weil man hilft dann den Gegner mehr. Und ja, ich sag mal so, das sind jetzt die Runic Spells. Das reicht natürlich mit den, sag ich mal, diesen kleinen Stapel nicht aus, um ein ordentliches Deck zu bauen. Deswegen, wie helfen wir uns aus? Ganz einfach, wir spielen auch noch ein paar Handtraps erst einmal. Ja, das sind allerdings schon alle Handtraps, die ich spiele. Ist immer noch nicht sonderlich. Und da ist das Schöne, man kann es ja, sag ich mal, da man jetzt ja nicht unbedingt in die Battleface gehen kann, kann man ja eine Control-Variante spielen. Ich habe mich hierbei für Hire entschieden. Und zwar starte ich hierbei mit Raphael, dem Vorher-Champion. Und zwar, wenn der spezialbeschworen wird, dürfen wir erst einmal Karten vom Deck ausgraben, in Abhängigkeit der anderen Fellsöldner, die wir kontrollieren, mit unterschiedlichen Namen. Dann dürfen wir uns einfach eine Karte davon auf die Hand nehmen. Irgendeine, das ist nicht auf Fellsöldner beschränkt oder auf Monster, sondern es darf dann eine von den ausgegrabenen Karten sein. Ist ultra geil. Zusätzlich ist dann noch Monster Negate und dafür müssen wir allerdings eine For-Hire-Karte abwerfen. Dann spiele ich die gute Beat. Beat hat den Effekt wie die ganzen früheren Fellsöldner. Und zwar, wenn die auf dem Feld liegen, können wir einfach den Effekt aktivieren und dürfen einen Fellsöldner aus der Hand spezial beschwören. Wenn ein Fellsöldner beschworen wird, während sie auf dem Feld liegt, dürfen wir uns einfach einen Fellsöldner auf die Hand suchen. Sie ist quasi der Allround-Sucher. Ist relativ wichtig für die Gesamtkombo am Ende. So. Dann, genau. Als nächstes, eigentlich Stomper, aber man kann auch Raccoon spielen.
Donpa würde Monsterkarten schießen. Also er hat also den gleichen Effekt wie die Beat. Er kann im Felsunder aus der Hand specialen, wenn er auf dem Feld liegt. Und sollte ein Felsunder gespecialt werden, während er auf dem Feld liegt. Raccoon würde eine gesetzte Karte auf dem Feld schießen und Donpa eine offene Karte. Der Donpa ist deutlich wichtiger, aber ich habe tatsächlich von einem Kumpel den meisten Felsunder Stuff bekommen und der hatte halt leider kein Donpa, deswegen ich helfe mir jetzt gerade mit dem Raccoon aus. Es wird auch noch eine geproxyte Karte geben, aber das seht ihr dann logischerweise. Und dann dreimal die neueste. Den neuesten Zugang zu Felsörtern, und zwar Rex. Wenn der normale Spezial beschworen wird, dürfen wir erst einmal eine Felsörtner-Zauberkarte aus unserem Deck suchen. Es gibt hierbei zwei Felsörtner-Karten, die ich spiele, die da reinfallen und die sind beide eigentlich relativ gut. Dann, wenn er im Friedhof ist, dürfen wir den verbannen als Schnelleffekt und dürfen entweder aus unserer Hand einen Felsörtner. Nee, von unserem Friedhof einen Felsörtner specialen oder eine Felsörtner-Karte auf unsere Hand nehmen. Was einfach ultra geil ist. Genau, das ist allgemeine Felsunderkarte. Gut. Dann noch die zwei Zauberkarten. Einmal Rookie for Hire und einmal Felsunder Durcheinander. Das Felsunder Durcheinander ist einfach eine Reborn. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das Rookie for Hire hierbei ist aber der wichtigere Part. Und zwar, wir können ein Felsunder Monster als Vermut anbieten und dürfen dann ein Monster aus dem Deck spezial beschwören, was eine Stufe höher oder niedriger ist. Also ein Felsunder. Das heißt, wenn wir den Rex anbieten, dürfen wir einfach die Beat aus dem Deck specialen. Und dann logischerweise, wir wollen natürlich möglichst schnell den Zugang zu unserem Rex haben. Fossile Grabung, weil Rex ist ein Dino. Und dann ist der Punkt. Dann fehlen hier immer noch ein paar kleine Karten. Und hierbei ist jetzt der Punkt. Wieder auch leider der Punkt, keiner hatte den. Wir spielen dreimal Sprite Jet, einmal Carrot, einmal Red, einmal Smashers und einmal Starter. Den Jet hat leider keiner und den Starter leider auch keiner. Auch fürs Extra Deck, den Gigantic Bright, den hat ein Kumpel letztens nicht gefunden, deswegen. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal 3 Tage oder 10 Tage auf das Video warten. Und da ist der Punkt, diese Sprite Engine ist relativ klein. Ihr könnt hier rechts gesehen auch einfach noch Sprite Blue mit reinschmeißen. Dann spielt ihr halt 42, 43 Karten-Varianten. Das ist jetzt auch absolut kein Problem, weil das Deck ist relativ konstant. Weil selbst wenn ihr mal keine For Hire oder Sprite-Karte auf der Hand habt, habt ihr meinetwegen 5 Runic Spells. Und mit 5 Runic Spells kann man sehr viel machen. Es kommt zwar immer darauf an, welche es sind, logischerweise. Aber das ist meistens relativ egal. So. Dann im Extra-Deck haben wir zweimal Hugin und einmal Munin. Hugin und Munin, Hugin, wenn sie spezialbeschworen wurde oder fusionsbeschworen wurde, dürfen wir eine Karte abwerfen und dürfen uns eine runisch nicht schnell Zauber aus dem Deck raussuchen oder eine Karte, so eine Fieldspell. Eine Spielfeld-Zauberkarte. Andererseits, als zweiter Effekt, wenn eine unserer Karten zerstört werden würde, dürfen wir stattdessen die Hugin einfach verbannen. Die Munin würde uns tatsächlich eine Nicht-Schnell-Zauberkarte aus dem Deck suchen. Das kann einerseits eben auch selber die Fieldspell sein. Oder wer es eben spielen möchte, die hier runische Permanente, die jedes Mal noch eine zusätzliche Karte verbannt. Ich habe es einfach reingepackt, weil ich Platz hatte. Dann haben wir Gary, die runischen Zähne. Die gute Gary darf uns tatsächlich die runischen Nicht-Schnell-Zauberkarten vom Friedhof wieder auf die Hand geben. Das ist tatsächlich in einem Grind-Game recht lustig oder recht gut. Und sie kann nicht durch Karten vielleicht zerstört werden, was tatsächlich, sagen wir mal, auch minimal nützlich ist, auch wenn es nicht unbedingt so viel ist. Dann, wir spielen ja sehr, sehr viele Stufe 2er. Das heißt, wir haben einmal Mannequin Cat. Und wir haben ein Zeus Package. Und zwar den guten Ninja Shadow Mosquito. Der kann nämlich nicht durch Kampf zerstört werden und wir bekommen keinen Kampfschaden, wenn wir mit Kämpfen, in denen der teilgenommen hat. Das heißt, 2 Stufe 4 rausbringen, Mosquito machen, betäubende Magierin für 2, Zeus, 2 Field Wipes. Mannequin Cat ist einfach ein Yoink aus dem gegnerischen Friedhof. Dann logischerweise der eine ist Gigantic Sprite. Und jetzt kommen wir zu den Link-Monstern und da spielen wir zweimal eine unfassbar geile Karte, die leider in anderen Decks absolut nie was bringen würde. Der gute Folgo, der ist unfassbar geil geschrieben, aber leider ist Felsörner ja pur Felsörner ja nicht unbedingt gut. Denn
Wenn der beschworen wird, dürfen wir erst einmal einen Fellsoldner aus unserem Deck specialen, der einen anderen Typen hat als die Fellsoldner, die wir benutzt haben. Das heißt, wir haben einen Drache, wir haben einen Krieger und wir haben einen Dinosaurier. Das heißt, wir können ohne Probleme noch den Donper oder Raccoon specialen, weil die sind beide Ungeheuer. Und haben damit wieder ein Monster auf dem Feld. Was tatsächlich mit unserer Combo am Ende, die ich euch gleich mal zeigen werde, sehr, sehr gut zusammenspielt. Der nächste Effekt, der komplett broken ist, so gesehen. Wenn eine Karte auf dem Feld zerstört wird, dürfen wir folgendes Effekt aktivieren. Und zwar, wir dürfen Karten ziehen in Höhe an unterschiedlichen Fellsöldnern, die wir auf dem Feld kontrollieren. Das heißt, wenn wir vier Fellsöldner kontrollieren, meinetwegen, ihr habt den Folgo, den Raphael, die. Oder wir machen das Setup, das ist relativ. Oder besser gesagt, das Setup, das ist relativ normal. Dann dürfen wir einfach drei Karten ziehen. Drei. Noch den Daumen zeigen, nicht, dass hier Leute denken, ich bin hier ein bisschen zahlentechnisch nicht so gut drauf. Bin ich so oder so nicht, aber das ist egal. Aber das ist der Punkt. Er darf zwar selber auch nicht als Linkmaterial benutzen, das ist aber scheißegal. Wir brauchen den nicht als Linkmaterial. Dann bekommen wir eine Karte, oder haben wir letztens eine Karte bekommen, mit Donner, den Dolchfellsoldner, der unsere Combo extrem konstant gestaltet, was die Fellsoldner angeht. Und zwar, wir können erst einmal, wenn er beschworen wird, er braucht nur zwei Modus, aber mit unterschiedlichen Typen, brauchen wir eigentlich nur, entweder dürfen wir einen Fellsoldner, den wir kontrollieren, und eine Karte wählen, die der Gegner kontrolliert, und die zerstören. Wir dürfen aber auch ihn als Tribut anbieten, und dann dürfen wir einen Fellsoldner, oder wir dürfen einen Fellsoldner als Tribut anbieten, und dürfen dann einen Fellsoldner aus dem Friedhof specialen. Wenn wir einen linken Monster als Tribut angeboten haben, dürfen wir noch einen Fellsoldner aus dem Friedhof beschwören. Warum das ganz wichtig ist, zeige ich euch gleich. Und dann haben wir noch ein kleines Standard-Package, und zwar bestehend aus IP Masquerainer, Apollosa und die Underworld Goddess. Hier könnt ihr wirklich reinschmeißen, was ihr möchtet. Sucht euch eure drei liebsten Link-Monster raus, noch Fusion, weil ihr noch irgendwie eine Instant-Fusion machen wollt oder was weiß ich was. Sucht es euch aus. Ihr habt noch ein bisschen Platz. Ihr könnt auch noch ein paar XC-Monster spielen. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Aber ich würde euch jetzt einfach mal eine wunderbare Combo zeigen. Und zwar, die besteht nur daraus, dass wir einen Rex haben und wir nehmen einfach die Schwächste in dem Sinne. Und die Runic Smithing Storm. Also wir brauchen eigentlich nur den Rex. Und eine Fusion. Ich sag mal so, wir aktivieren zum Beispiel die Fusion. Wir können uns jetzt gerne noch die den runischen Brunnen auf die Hand suchen. Dann normal beschwören wir den Rex. Okay, wait a second. Ja gut, ihr müsst jetzt immer mit den Schatten leben, aber ich will es euch ja ein bisschen angenehmer zeigen. Ich find's übrigens sehr, sehr schön, wie gute Schatten das der ganze Mist hier von mir wirft. So, dann suchen wir uns die Rookie for Hire. Dann machen wir Rookie for Hires Effekt und tributieren den Rex als Material und beschwören Beat. Jetzt machen wir aus der Beat und Hugin machen wir jetzt einen Donner. Aus folgendem Grund. Jetzt bieten wir den Donner als Tribut an und wir dürfen einen Fellsoldner aufs Spielfeld beordern. Das wäre die Beat in dem Fall. Da wir einen Fellsoldner als Tribut angeboten haben, dürfen wir jetzt nachträglich noch einen specialen. Das ist der Rex. Da wir jetzt einen Fellsoldner gespecialt haben, während die Beat auf dem Feld lag, dürfen wir uns jetzt einen Fellsoldner der Hand hinzufügen. Jetzt aktivieren wir den Effekt von Beat. Und dürfen den Raphael Special. Jetzt aktivieren wir den Effekt von Raphael und dürfen uns jetzt noch eine Karte ziehen. By the way, wir haben immer noch zwei random Karten in der Hand. Dann nehmen wir die drei Dudes und machen einen Folgo. Dann kommt der Folgo-Effekt und wir specialen den guten Herrn hier. Dann können wir meinetwegen noch die Runic Spell machen. Einfach nur, um es jetzt ein bisschen dumm zu gestalten. Also ein bisschen sehr dumm. Nehmen wir doch mal an, eine unserer Handkarten war jetzt, oder was wir zum Beispiel auch noch hatten, ist jetzt zum Beispiel die Runische Spitze gewesen. Da aktivieren wir Runische Spitze
suchen uns jetzt meinetwegen eine unserer Lieblingskarten, nehmen wir jetzt Runic Destruction, und aktivieren jetzt noch den runischen Brunnen und shuffeln den Runic Smithing Storm und die Spitze wieder rein oder legen die unter das Deck und ziehen einfach zwei Karten nach. Meinetwegen ein Flashing Fire und ein Freezing Curses. Bloß als Beispiel jetzt. Und dann haben wir noch kein Sprite gehabt. Wir könnten jetzt immer noch auf Sprite zurückgreifen. Heißt, wenn wir in irgendeiner Weise jetzt noch den Sprite Red oder Sprite Carrot hätten, könnten wir den auch noch machen. Wir könnten noch den Sprite Jet machen. Wir könnten Sprite Starter machen. Wir könnten theoretisch gesehen, wenn wir einfach noch irgendein anderes Monster irgendwie rausbekommen mit einem Zweier, könnten wir einfach einen Gigantic Sprite machen und von dort dann loslegen. Das heißt, es ist nicht einmal nur auf Felsöldner und eben Runics beschränkt. Dann kann man immer noch Folgendes machen. Wenn wir jetzt einmal mal denken, das ist unser Friedhof. Der Gegner würde jetzt irgendwas aufs Feld beordern. Könnten wir einfach direkt, sag ich mal, den Rex aktivieren und spezialbeschwören unseren Raphael wieder. Der Raphael würde jetzt triggern. Wir dürften uns wieder eine Karte auf die Hand nehmen. Aufgrund dessen, der kriegt was aus. Und der Donpa würde triggern. Der schießt was. Wir kontrollieren jetzt drei Karten. Das heißt, wir ziehen wieder drei Karten durch den Folgo. Dann meinetwegen, wir aktivieren unsere drei runischen Spells. Und der Gegner banisht einfach mal die Hälfte von seinem Deck gefühlt. Wir ziehen wieder drei Karten. Das können jetzt wieder Runic Spells sein. Das kann jetzt wieder Sprite sein für den nächsten Zug. Das kann nochmal Felsöldner sein, damit wir jetzt noch ein Negate haben. Aber wir haben jetzt einfach mal wirklich ein. Wir haben dann quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Karten auf der Hand. Das ist eine Version, die fucking nice ist. Ich kann es euch eigentlich bloß empfehlen, weil ich finde die Version arschgeil. Ich habe ultra viel Spaß mit der Version bis jetzt gehabt. Weil ihr auch nicht, sage ich mal, auf eine Sektion beschränkt seid. Weil wenn ihr nur Runisch habt, dann ist es immer ganz, ganz wichtig, den runischen Brunnen zu verteidigen. Runisch Stun ist natürlich was absolut Ekelhaftes. So endlos abartig mit unfassbar vielen Floodgates möchte ich nicht spielen. Und ich sag mal so, jetzt in Runisch Büstil, was aktuell ja Demeter ein bisschen eingenommen hat, will ich auch nie mehr unbedingt spielen. Und deswegen, sag ich mal, bin ich mit der Version, wie ich sie hier habe, eigentlich wirklich mehr als zufrieden. Logischerweise, wenn ich Sprite Blue hätte, würde ich auch noch Sprite Blue spielen, aber der ist ja immer noch etwas teurer. Aber ich sag's einfach, wie es ist. Spielt es gerne mal in der Version. Haut es raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da. Und ciao.